Recht herzlich willkommen zur 190. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, da war das letzte Ziel, ne? Jetzt haben wir aber das neue schon da und das ist er da und wir nähern uns tatsächlich auch schon. Lass uns mal gucken, dass wir hier mal reinzoomen. Wir müssten eigentlich, wenn ich das so richtig vorhin gesehen habe, hier fliegen wir innen dran vorbei, ne? Müssten wir ja eigentlich noch näher kommen, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Nein, ne? Jetzt gerade am Überlegen. Ja, wir sind ja... Doch, wir holen ja schon... Ach ne, der grüne ist es hier, ne? Da ist der innen, da geht er nach außen. Da ist der Wechsel, genau. Dann müssten wir eigentlich bis dahin noch weiter aufholen. Und das müsste eigentlich passend sein, oder? Was mich jetzt wundert, dass wir jetzt hier schon aufholen. Aber das ist halt so. Gut. Dann müssen wir gucken, ob das dann da nachher passt. Weiß ich nicht. Sonst müssen wir da noch was korrigieren. Ah, jetzt ist es gerade umgeblättert. Keine Ahnung, warum die Marker jetzt so weit auseinander sind, weil die Überschneidung halt der andere Bereich ist oder sowas. Na, das könnte sein, weil wir jetzt im inneren Bereich sind. Gut, jetzt würde ich sagen, lassen wir mal ein Stück vorspulen. 6,5, 6,4, 6,3, das ist ja alles super. Wir kommen da ja wieder zum Wechsel, ne? Macht das Sinn jetzt? Bei 5,5 Kilometer. Ich glaube, wir sollten jetzt hier mal gerade gucken, dass wir das ein bisschen korrigieren, oder? An dieser Stelle macht es am meisten Sinn, weil wir sind definitiv ja da gleich außen. Und das ist nicht so dolle, ne? Und viel zu weit aus. Nee, ich glaube, das haben wir letztes Mal verbockt mit dem Brennen, was wir da einmal kurz gemacht haben. Das war der falsche Weg, ne? So, ich glaube, wir müssen Retro dann. Und dann müssen wir hier erstmal gucken, dass wir da einmal gerade Schub geben. Und diesen wieder hier reinholen, ne? In der Hoffnung, dass das nicht zu viel ist, was wir da gerade basteln. Ja, aber es ist der richtige Weg eigentlich, ne? Ach so, das sind wir, ne? Ja. Haben wir den Schub runtergedreht? Ich glaube schon, oder? Wo ist das Triebwerk da hinten? Ja, lass so. Und wir sollten es definitiv gerade einmal runterbrennen. Oh, ich glaube, wir haben gerade was falsch gemacht. Da lass mal lieber schnell wieder größer machen, weil dann stürzen wir gleich ab. Okay, da habe ich nicht dran gedacht, dass der hier reingeht. So, hier passt das erstmal. Dreadfort ist das, na genau. Ja, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Aber es ist nirgendwo, dass wir da aufprallen, oder? Ja, sollte funktionieren. Gut. Wie viel Sprit haben wir noch? Ist noch was drin, aber ich glaube, naja, wir werden gucken, dass wir alle drei auf jeden Fall in einer Kapsel haben. Und dann müssen wir noch überlegen, was wir dann machen. Ob wir dann überhaupt den Rückweg antreten können, ist so die nächste Frage, ne? So. Machen das mal schneller.
3,7. Ja, ich glaube, wir segeln gleich ganz nett dran vorbei, kann das sein? Ja, sieht stark danach aus. Also wir sind gleich vorne. Ja, das ist nicht gut. Dann so Manöver hinzufügen mal gerade machen, damit wir das definitiv auch richtig brennen hier. Wo ist das Manöver jetzt? Da. Und das ist jetzt wieder so eine tolle Stellung, wo ich jetzt gar nicht. Na komm, wir können auch den nehmen. Na, das war jetzt zu viel. Dann kommen wir ungefähr auf seine Position. Hier müssen wir aufpassen, dass wir da nicht runterkommen schon. Das bedeutet, wir müssen mal hier gucken, dass wir den noch ein bisschen so rummachen. Ja, da sieht das alles gut aus. Da auch. Ja. Wir müssten erstmal auf seine Bahn jetzt kommen, ganz dringend. Also ich müsste das Manöver jetzt verschieben, aber wie man gerade wieder sieht, kriege ich das Manöver nicht auf. Das ist ja wieder der Hit jetzt, oder? Hallo? Marke nicht, ey. Ja, toll. Jetzt ist es da. Keine Ahnung, warum es mal kommt und mal nicht. So, jetzt haben wir auch Dreadfort hier nicht mehr als Ziel. Jetzt haben wir ihn als Ziel. So, jetzt müssen wir das. So, da passt es jetzt gerade so. Ich möchte jetzt kein Manöver hinzufügen, nein. Das ist mal gar nicht so schlecht, was da gerade so für ein Manöver ist. Ich glaube, das können wir mal brennen. Da müssen wir noch da ausrichten. Gut. Noch ein bisschen darüber. So ist passend dann. Das sieht gut aus, oder? So, das sind wir. Und in 28 Minuten kommt unsere Markierung. Das kann nicht sein. Da ist doch schon wieder irgendwas falsch, ne? Oh, da ist bestimmt drauf geklickt. So, jetzt ist passend. Und jetzt machen wir mal
Eine minimale Korrektur noch. Und brennen dann mal. Und stopp. Das weg. So, und dann gehen wir hier nach außen wieder. Das könnte zu weit sein, ne? Mal gerade gucken, nicht, dass es hier irgendwo eine Landung gibt. Hier sieht es so ein bisschen böse aus. Boah, der ist auch knapp da dran am Rumfliegen, ne? Ich glaube, wir gucken erstmal, dass wir hier bis dahin kommen. Das wird ja wieder mehr. Und da wird es dann weniger, oder? Weil wir vorne sind. Und dann... Ja, müssen wir hier gucken, dass wir uns ihm nähern. Gut. Warpen wir mal ein bisschen vor. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem Kurs, dass es besser wird. Also, dass die 7,2 nicht unterschritten werden. Ne? Wir haben noch 3,8. Das ist ja schon mal näher auf jeden Fall dran. Und jetzt wird es ja doch besser werden. Ne? Jetzt muss ja gleich hier sich das Ding drehen, dass wir jetzt wieder näher kommen. Genau so ist es. So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das passt. Dreieinhalb Kilometer, obwohl, was ich glaube, wenn wir da gleich beim zweiten Schnittpunkt sind, sieht das gar nicht mal so schlecht aus, kann das sein? Zwei Komma sieben, zwei Sechs, zwei Vier. Dahin ist der Schnittpunkt. 2,2. Ja, fühlt sich gut an, ne? Soll er auf jeden Fall umschalten. Gucken, dass wir nicht gegenknallen. Ja, das macht doch einen guten Eindruck, oder? 1000 Meter. Oh Mann, langsamer hier. 900. Ja, super, oder? So, dann würde ich mal sagen, steigen wir jetzt wieder um, gucken, dass wo er ist. Hier sind wir, er ist da. Und wir müssen jetzt mal gucken, Ziel ist er ja ausgewählt, ne? Wo ist seine Bahn, wo ist unsere Bahn? Das ist die Gegenbahn. Das bedeutet eigentlich, muss dieser Kreis auf den da hinten, oder? So, wo ist unsere Rakete da? Das bedeutet, wenn wir jetzt hier hinziehen, dann müsste das jetzt kommen, oder? So, jetzt sind wir gleich auf seiner Flugbahn, ne? So, lassen wir das mal. Gut. Ja.
Gucken wir hier nochmal gerade rein. Das sieht alles gut aus. Wir nähern uns noch an, sind aber viel zu schnell. Wir sind schon mal Retro ausrichten, denke ich, damit wir gleich ein bisschen abbremsen können, das Ganze, wenn wir nahe sind. Und zwar. Das ist mal, glaub, so. Ach so, wir sind da drauf, dann sehen wir das nicht. So, ich glaube jetzt so brennen. Dann verbessern wir noch das ganze Werk. Und sind jetzt auf einem Maß, was dann langsamer wird. Kurz einmal gucken. Hey, da brauche ich gar nicht gucken. Alles gut hier. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen nach hier. Und brennen gleich da nochmal. Ich glaube, wir können noch einen Tacken schneller machen. Ja, wir müssen das wieder reinholen. So ist das gar nicht so schlecht, ne? Ist hier noch da? Null Komma acht, das ist schon mal gut so. 80 Meter. Wir müssen noch ein bisschen hier brennen. Ne, da. Hier ein bisschen brennen. So, jetzt nähern wir uns der ganzen Geschichte langsam. Sind, glaube ich, ziemlich gut auf Kurs. Brauchen jetzt hier nur abbremsen eigentlich. Meter, ne? Ein bisschen korrigieren müssen wir noch. So. Ja, 40 Meter weniger während. Läuft, oder? Bisschen abbremsen noch. Ja. 30 Meter. So, und bei 20 Meter machen wir, gucken wir zu, dass wir dann die gleiche Geschwindigkeit haben wie er. Beziehungsweise diese Kapseln, und dann kann er rüberkommen. Ja. So, 20. 21 gleich. Gut, läuft. Und jetzt drosseln wir nochmal. Und jetzt haben wir die gleiche Geschwindigkeit wie er. Ja, super, oder? Und der ist total am Trudeln, ne? Mit seinem Ding hier. Wo ist hier der Einstieg? Ah, das Netzeschild, oder? So, dann müsste er jetzt hier mal einen Eva machen. Und dann Base für loslassen. Also seinen Rucksack muss man an, dann stabilisiert er sich wenig.
Und dann fliegen wir da mal rüber, oder? Und bisschen langsamer das Ganze vielleicht. Jetzt mal das Licht nicht an hier. Kriegen wir das an? Ah, Kapsel bitte. Geht nicht. Da ist der Container, ne? Ach, das ist die Antenne. Ich glaube, dann sind wir auf der falschen Seite. Da links ist es wohl. Da ist der Einstieg. Bisschen rechts. Runter. Besatzungsluke. So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer. So, der beste Weg, glaube Babyboard. F4 greifen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin. Ah, Babyboard ist auch da. Wunderbar. Alle drei an Bord. Läuft, oder? So, dann haben wir das geschafft. Dann müssen wir nächstes Mal gucken, wie weit wir da weiterkommen, dass wir, ne, zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert. Das müssen wir dann nächste Runde mal gucken. So ein bisschen Sprit ist noch drin, oder? Ja, aber nicht viel. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Müssen wir dann mal schauen. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.